Es prägt den Himmel im Hammersüden, fast genauso wie die Wassertürme den Horizont in Berge prägen. Das Gasometer. Doch seit vielen Jahren wird der Gasspeicher nur noch sporadisch von den Stadtwerken Hamm genutzt. Unwirtschaftlich sei das Bauwerk geworden, das seit fast 60 Jahren in Hamm gestanden hat. Zunächst übrigens nicht ganz alleine, sondern mit einem kleinen Pendant, das es jedoch bald nicht mehr gab. Hoch oben, in fast 40 Meter Höhe, erläuterte uns Cornelia Helm, Pressesprecherin der Stadtwerke, die Geschichte des Gasometers. Dieser Gasometer steht hier seit 1953. Er wurde 1953 erbaut und 1954 ging er in Betrieb. Daneben befand sich ein kleiner Gasometer, der dann 1954 abgerissen wurde, weil dieser größere ihn ersetzt hat. Die ursprünglich wichtige Funktion des Bauwerks ist längst verloren gegangen. Damals war das Gasometer von hoher energetischer Bedeutung für die Stadt. Das Gas reichte damals für die Versorgung der gesamten Stadt in den 50er Jahren, wenn wir davon ausgehen, dass man früher mit Gas gekocht hat und es auch noch ein paar Straßengaslaternen gab, war das absolut ausreichend. Heute würde es maximal für eine Stunde der Versorgung der Stadt reichen. Das hängt aber damit zusammen, dass beispielsweise die moderne Erdgasheizung Standard in Neubauten ist, dass also der Bedarf an Erdgas viel, viel höher ist, als es in den 50er Jahren war. Die Hammer kennen das Gasometer zwar, doch wie es richtig funktioniert, das wissen wohl die wenigsten. Die Technik des Gasometers klingt zwar recht einfach, doch es steckt viel technisches Know-how und Ingenieurskunst dahinter. Es wird unten im Bereich Gas zugeleitet und über eine Teleskoptechnik heben sich verschiedene Ebenen des Gasometers nach oben. Also sobald da Gas eintritt, wird er praktisch angehoben. Dieser Gasometer umfasst 50.000 Kubikmeter Gas oder kann er fassen. Und er hat im unteren Bereich so circa 20.000 Kubikmeter Wasser. Wasser dient als Dichtungsmittel in diesem Bereich. Das ist eigentlich eine einfache Technik, die aber auch einen sehr großen Wartungsaufwand, Kontrollaufwand benötigt. Die Unwirtschaftlichkeit des Gasspeichers wird deutlich, wenn man sieht, wie die Stadt heutzutage mit Gas versorgt wird. Gas in einem großen Behälter zu speichern, ist mehr als technisch unmodern. Es ist schlichtweg nicht nötig. Wir beziehen von unseren Lieferanten das Gas. Das heißt, das ist immer in den Leitungen drin. Das war auch vorher schon so. Und daher nehmen wir praktisch das Gas und dieser Behälter oder Speicher war in den letzten Jahren nur noch dazu da, um Spitzenzeiten in den kalten Wintermonaten abzudecken, ist heute aber auch nicht mehr nötig. Mit den Gaslieferverträgen und mit der Liberalisierung des Erdgasmarktes ist so ein kleiner Speicher einfach unwirtschaftlich. Das Gasometer steht derzeit auf der Fläche des Gas- und Trinkwasserstandortes der Stadtwerke am Langewanneweg. Die Stromsparte, derzeit am Schildkamp ansässig, soll jedoch jetzt auf die ehemalige Fläche des Gasometers umziehen. Dadurch habe man dann die Gas-, Trinkwasser- und Stromsparte an einem Ort zu Helm. Gerade im Hinblick auf die Erfüllung der Vorgaben der Bundesnetzagentur, die die Kosten vorgibt, ein wichtiger und strategisch notwendiger Schritt. Damit wollen wir Kosten sparen, wir wollen Synergieeffekte nutzen und wir benötigen dafür natürlich auch Platz. Der Umzug der Stromsparte am Langewanneweg wird jedoch noch ein wenig dauern, denn nach dem Abpumpen der im Gasometer enthaltenen 19.000 Kubikmeter Wasser müssen auch 900 Tonnen Alteisen zerlegt und abtransportiert werden. Der Himmel im Hammersüden wird dann um ein industriekulturelles Bauwerk ärmer sein.